Herzlich willkommen zu unserem News-Ticker. News ist natürlich Maskenpflicht. Was können Masken? Was bringt uns das, wenn wir mehr Auslauf haben? Welchen Vorteil habe ich von einem positiven IgM-IgG-Test auf Covid-19? Und warum brauche ich dafür einen Bestätigungstest? Seien Sie gespannt. So, ab kommendem Wochenende, also quasi ab heute, besteht in Niedersachsen und Bremen, also da, wo dieses Video entsteht, Maskenpflicht. Also es geht der Trend zum Maskenball. Schade, also so richtig treffen dürfen wir uns doch nicht, aber der Tennisplatz und der Golfplatz wird auch wieder geöffnet. Das heißt, wir werden ein bisschen sozialer. Und es ist ein schickes Accessoire, wenn man verschiedene Masken hat, mit denen man dann sozusagen wie mit einer Krawatte sich auch darstellen kann. Was leistet eine Maske? Wenn wir eine FFP-Maske haben, dann schützen wir in der Regel uns. Wir haben einen Filter, der dazu führt, dass wir keine Viren einatmen. Wenn wir aber krank sind, können wir diese Viren ausatmen. Das heißt, das, was wir mit der Maskenpflicht eigentlich wollen, uns nämlich gegenseitig zu schützen, wird durch diese teureren Masken konterkariert. Die haben ihre Bedeutung auf einer Corona-Station oder in einem Corona-Infektmobil, wo es darum geht, dass die dort arbeitende Person sich auf gar keinen Fall ansteckt. Wenn es aber darum geht, das Miteinander zu gestalten, ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig schützen. Und dabei ist es so, dass wir sozusagen unsere feuchte Aussprache reduzieren. Und wenige Erreger führen eher dazu, dass unser Immunsystem angeregt, sensibilisiert, langsam geschult wird und dass man aufgrund dessen dann möglicherweise gar nicht erkrankt, aber immun wird. Und genau das wollen wir ja messen. Auf der einen Seite mit dem Abstrich aus dem hinteren Rachenraum, wenn wir das Gefühl haben, ja, wir könnten uns angesteckt haben. Das ist für 3, 4, 5, 6, 7 Tage vielleicht positiv. Und nach weiteren 7, 14, 21 Tagen sollten wir das Ganze durchstanden haben und wir müssen Antikörper bilden. Und diese Antikörper, IgM und IgG, sind die Tests, die momentan gemacht werden, um zu gucken, wie die Immunität in der Bevölkerung eintritt und wie sich die sogenannte Herd- oder Herden-Immunität entwickelt. Bei der Medizinischen Hochschule Hannover und sicherlich auch noch bei anderen Universitäten hat man Telefonzentralen eröffnet, um solche Menschen, die schon Antikörper gebildet haben, dafür zu gewinnen, dass sie ihr Blut spenden, damit man daraus sozusagen für eine Passivimpfung auch Antikörper gewinnen kann. Nun ist es so, dass wir, egal ob Sie das Blut in ein Labor schicken oder innerhalb der Praxis mit einem Test auswerten lassen, was ja Blut gerinnen lassen, wenn man mit Serum arbeitet, wenn man mit Vollblut arbeitet, geht es noch viel schneller, also im Grunde genommen in einer halben Stunde sein Ergebnis haben kann, ein positives Ergebnis haben, muss dieses bestätigt werden, weil nicht mit letztendlicher Sicherheit gesagt werden kann, dass es nicht doch eine Kreuzreaktivität gibt. Was für eine Kreuzreaktivität? Coronaviren gibt es schon bekannterweise seit 1986. In einem meiner vergangenen Newsletter habe ich das auch mal aufgeführt, in welchen Jahren welche Coronaviren, also Schnupfenviren, mit denen wir jedes Jahr zu tun haben, zu uns gekommen sind. Und wenn jemand schon mal ein Corona-Schnupfenvirus-Infekt hatte, dann kann es natürlich sein, dass die Oberfläche dieses Virus eine gewisse Antigen-Kreuzreaktion hat mit unserem CoV-2. Und dann könnte es sein, dass dieser Test positiv wird. Und wenn man sich nur auf diesen Test verlässt, dann wäre man möglicherweise in einer falschen Sicherheit behaftet und sagt, mir kann nichts passieren, ich bin ja immun und steckt sich dann trotzdem an. Daher wird dieses Blut noch einmal weggeschickt und dann in einem anderen Labor mit einem anderen Test noch einmal kontrolliert. Modernste Testungen sind momentan nur an universitären Speziallaboren möglich und zurzeit noch nicht verfügbar. Also das ist das Bestmögliche zum Zeitpunkt jetzt.
Was hat diese Kreuzreaktivität mit einer Grippeschutzimpfung zu tun? Eine Grippeschutzimpfung hat einen Antigendrift. Das ist im Grunde genommen vom Cov1 zum Cov2 jetzt auch passiert. Das Virus hat sich so verändert, dass es in der Lage ist, sich weiter zu vermehren. Wenn alle herdimmunisierten Menschen in der Lage wären, dieses Virus einfach abzutöten oder an der Vermehrung zu hindern, würde es ja aussterben. Also muss es im Rahmen der Evolution und des eigenen Überlebens dafür sorgen, dass das Immunsystem es eben nicht kann. Und das hat das Influenza, also Grippevirus, lang und schmutzig raus. Und dennoch ist es so, wenn wir uns dagegen impfen, sind wir nicht zu 100% geschützt vor Grippe. Aber wir erhoffen uns, dass wir einen blanderen, milderen Verlauf haben. Und genau das darf im Grunde genommen jemand mit einem positiven Covid-19-IgM-IgG-Test für sich auch einfordern. Er wiegt sich also nur in einer abgeschwächt falschen Sicherheit, wenn man das damit vergleicht. Unabhängig von dieser Immunität, also diesem Freifahrtschein, wenn dann auch der Bestätigungs-IgG-Test positiv ist, man also sozusagen im Außendienst, im internationalen Verkehr, in der Pflege, im Krankenhaus, zu den Personalien gehörend, die wenig gefährdet sind und die eine deswegen auch internationale oder interaktivere Tätigkeit wieder nachgehen können, muss man sich natürlich auch fragen, wer ist denn ansonsten noch gefährdet, einen schlimmen Verlauf zu bekommen? Denn wir wissen ja mittlerweile, dass das nicht nur die über 80-Jährigen betrifft. Wenn man den Pathologen Dr. Püschel vom UKE Hamburg mal sich anschaut, das ist ja im Internet mehrfach veröffentlicht, dann wissen wir aus den Obduktionen Hamburgs, dass dort bisher nicht ein einziger einen wirklich schweren, also tödlichen Verlauf hatte, der nicht auch irgendwelche Begleiterkrankungen hatte, die er zum Teil nicht einmal kannte. Und hier macht es natürlich Sinn einzusetzen und den Begriff der Vorsorge und der auch etwas erweiterten Vorsorge nochmal zu beleuchten. Denn man kriegt also mit einem normalen Blutbild, auch einem großen Blutbild, normalerweise nicht raus, ob man Atherosklerose gefährdet ist oder ob man in Richtung COPD, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung, geht oder nur selten auch, ob Allergien drin sind, wenn gerade in dem Moment die eosinophilen Granulozyten besonders hoch sind. Man muss sich natürlich auch mal den Blutdruck anschauen, nicht nur situativ in der Praxis, vielleicht auch mal mit einer Langzeitblutdruckmessung, oder man guckt sich mal an, wie stark stehe ich eigentlich unter Stress, wenn man sich die Herzratenvarianzanalyse anschaut, oder man schaut sich mal an, wie sind eigentlich meine Kofaktoren für mein Immunsystem aufgestellt. Wenn man ganz in die Tiefe gehen will, kann man die CD8-Zellen sich anschauen, die sowohl für Krebspatienten als auch für Virusinfektionen von besonderer Bedeutung sind. Und viele Menschen, die ja eine Krebserkrankung haben, sind ja nun auch sehr gefährdet. Patienten, die Immunsuppressoren nehmen, sind nicht so sehr gefährdet, wenn es nicht Cortison ist, oral. Also die sind nochmal besonders herauszugreifen und sollten sich darum kümmern, dass alle Kofaktoren für die Immunität da sind und sich nicht nur um das Symptom einer Entzündung kümmern oder einer Autoimmunerkrankung, sondern auch darum, wie man das wirklich auch auf natürliche Art und Weise beeinflussen kann. Denn ein gut modulierendes Immunsystem ist nicht nur von einem Faktor abhängig und auch nicht von der Unterdrückung eines Symptoms, sondern da muss man eine gute Modulationsfähigkeit haben. Und da lohnt es sich, mit seinem Arzt mal darüber zu sprechen, was man da sinnigerweise untersuchen und machen kann. Ich wünsche Ihnen also auch für die kommende Maskenzeit, dass Sie Ihr Miteinander noch wiedererkennen, dass Sie mit den Augen lächeln und dass wir möglichst schnell all diejenigen, die jetzt in die Prüfung müssen, auch durch die Prüfung bekommen. Und ich drücke Ihnen allen die Daumen ganz dick, dass Sie Ihre Prüfung mit guten Ergebnissen bestehen und damit erfolgreich in die Zukunft gehen können. Bleiben Sie gesund.